Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Weil die Epic-Server noch nicht online sind, dachte ich mir, machen wir heute was anderes. Wir schauen uns heute mal ein paar richtig krasse Spiele an. Und mit dabei ist heute einer der krassesten Spieler, die ich überhaupt kenne. Revinzeit ist mit am Start, aber auch Escation. Hallo. Tobi? Hat ein bisschen weh getan. Hast du gerade eigentlich einen Greenscreen oder nicht? Ich habe einen Greenscreen gerade an, ja. Also hast du den aufgebaut? Nee. Nee, aber also hast du ohne Greenscreen? Ja. Okay, ich auch. Das passt dann. Also sehr ich nicht. Gut. Was? Digga, ich kann nicht ohne mein Zimmer, also wir können einfach einen coolen Hintergrund machen, vielleicht können wir einfach eine Villa oder so, weißt du? Ist kein Problem. Nee, warte, ich fahr meinen einfach. Ich fahr jetzt meinen. Das wäre unfair, weil ich hab meine Hand aufbauen müssen. Ich fahr meinen Greenscreen. Ich bin übrigens gerade aufgefahren. Ich fahr meinen Greenscreen jetzt einfach. Revi hat gesagt, Leute, wir schauen uns auf jeden Fall heute ein paar ekelhafte Fortnite-Hacker an, denn Tobi ist auch so ein kleiner Dude, der tatsächlich schon öfters in Fortnite gespielt hat. Der auch öfters Fortnite gespielt hat. Ich würde sagen, wir fangen einfach an, meine Freunde, mit dem ersten Video. Let's go. Okay. Boah, der hackt ja, guck mal. Ah, ja, moin. Ja, moin, der hackt nicht, Digga. Das war einfach ein guter Spieler. Ach, der, ja. Hä, der ist halt gut einfach. Oh, hey, Miete, Alter. Wie heißt die? Tobi, was? Es geht hier um die Spieler, nicht um die Streamer. Ja, also, um die Spieler, ja. Ja. Die Spielerin, wie man hier sieht. Lol, was passiert? Lol? Hä? Lol? Durch die Wand, ne? Alles warte, klar, mal, lass meine mal kurz Freunde. Pause, ich bin länger da. Ich muss mal kurz. Hallo, ja, ich muss mal kurz. Tobi? Also. Okay, hier baut sich jemand ganz normal hoch. Ah, ja, okay. Das ist ja noch legitim. Ja, yeah. Was? 16 Digga, der Kills. Ist ja mal ein guter Spieler gewesen. Digga, guck mal, der hackt, der aber fliegt. Aber ich hab noch nie Fortnite. Tobi, der, hat, der fliegt. Ich hab selten Tobi, der fliegt. Der hat auch leider Redeploy, Revi. Ah, ja, okay. Ich hab noch nie, also so ein Fortnite-Hacker, doch, hab ich schon mal gesehen. Ich hatte auch schon ein, zwei Mal das Ding, wo ich dachte, hey, das ist auf jeden Fall hundertprozentig shady. Also ich hatte ein paar richtig, ja. Schon mal gesehen, dass jemand einen Schildtränker hatte und der hat den dann auch genommen. Ja, das ist, glaube ich, halt ein Maul. Ja, aber okay. Ich oh mein Gott, Digga. Das Ding ist, guck mal, diese Hacker sind halt die größten Bots immer. Schau mal, Digga, er rafft gar nichts. Ja. Ich glaube, mit dir habe ich sogar mal einen Hacker gesehen, ja, oder? Der Standardtanz. Ja gut, also der hat halt oh mein nichts Gott, anderes. Junge. Ach so, yeah. Mit dir war es, glaube ich, wo ich Hacker mal gesehen habe, ne? Ja. Da waren wir, ich weiß nicht, da waren wir so in der Aufnahme. Ja, guck mal, Digga, guck mal. Guck mal, perfekter Thumbnail, Digga. Digga, was ist denn das? Der hängt auf diesem Hoverboard. Digga, was? Und drückt den Typ mit der Scope da eher. Headshots, nur Headshots. Da muss man aber echt gut sein für. Ah ja, ah ja. Ja, man kennt die, meine Freunde, natürlich. Ich meine, klar, der Revolver, der Scope-Revolver, ja, da kann man auch einfach mal vier Headshots hintereinander drücken. Oh mein wow, Gott, wie er Junge, Alter. Hä? Digga, das ist so dreist. Das ist Next Level. Ich weiß nicht, aber hat Fortnite. Ja, gut, Fortnite hat einen Anti-Cheat. Das, also ja, aber das Anti-Cheat und Fortnite ist irgendwie gar nicht so geil. Ich meine, man sieht relativ wenige Hacker, aber es gibt halt immer wieder ein paar Clients, die funktionieren, glaube ich, tatsächlich kurzweilig. Also, ich kriege das manchmal auch mit, dass es immer so kleine Waves gibt, so Wellen. Aber irgendwie ist es im europäischen Raum sehr wenig tatsächlich. Aber im US-Raum ist es krank viel, Digga. Also, den ich benutze, der ist jetzt ungefähr seit. Tobi. Season 6. Tobi. Guck mal, Junge. Yo, Digga. Alter. Really? Ach ja, ach ja. Ja, moin. Ja gut, ich weiß nicht, das kann natürlich, also. Guck mal, er sagt nicht mehr, er sagt sogar. Okay. Ja, okay, der hat Hex, das kann ich dir sagen. Ja, ja. Ich jetzt vorhin würde auch fast schon sagen, dass er nicht clean ist, was er da macht, Alter. Aber er ja, spielt okay, noch legit, das, ne? Okay, aber mit der Drumgun, Digga, also er tut so, als wäre es legit, weißt du, was ich meine? Er versucht so zumindest. Aber mit der Drumgun, ganz ehrlich, Digga, also mit der Drumgun braucht man keinen Aimgun, da hält man einfach drauf und der Gegner stirbt, das ist leider so. Ja, das ist, are those all Headshots? So. Tobi? Guck mal, Junge, alles aber Headshots, alles halt, oh mein Gott, Digga. Das. Aber guck mal, er kriegt einen Epic Victory Oral. Der ist wie weit weg, 500 Meter? No. Ach so. Yeah. Alter, aber der ist echt stark. Der ist echt der beste Spieler. Das ist ja eine Fortnite Pro Compilation, ne? Keine oh mein Gott, ja, ja. Also. Alter, ja. Yeah. Joseph Smith Gamer. Die haben aber alle Standard-Skins, ne? Die trauen sich nicht, die. Ja, ja. Die nee, Digga, die haben auch keinen Bock. Also, ich glaube halt, die haben auch einfach keinen Bock, sich einen Skin zu kaufen, weil sie wissen, sie werden halt eh super schnell weggebannt. Wenn jetzt nicht auffällig hackst, weißt du, dass du irgendwie so immer ein paar Hits gibst, mal nicht. Mhm. Und dich halt keiner reportet, so. Weiß nicht. Ah, okay, ja. Guck mal, wie sie aber machen. Die bauen noch immer alles so gut, ne? Ja, aber die Frage ist, wieso gucken die zu zweit den Typen zu? Also, lass die in Ruhe. Das ist gerade wie wir. Die gucken auch zu zweit. Jetzt sind wir zu viert. Tobi. Ja. Yo, Digga. Lasert ihn weg, Alter. Gut, aber der ist jetzt.
Lächerlich, Alter. Lächerlich, Junge. Lächerlich. Okay, pass mal auf. Ich habe mir noch ein paar Leute aus Season 9, Tobi. Aktuelle Season, würde ich sagen. Schauen wir mal ganz kurz da rein, Digga. Okay, schau mal her. Hey. Okay, Digga, Tobi, hör bitte einfach auf. Ich will auch YouTuber und Streamer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er wurde in-game, gebannt. Hast du gesehen unten? Hey, ich hab gar nicht geachtet. Warte. Guck mal, warte. Schau mal jetzt. Da steht's. Levu was struck by the banhammer. Oh mein Gott, Digga. Einfach in der Runde. Ja. Geil, voll. Alter. Nicht stark. Nee, war geil. auf jeden Fall und ganz auch. Gut. Und der Hacker. Tobi, Ruhe. Okay, schau mal hier. Was? Alles klar, Digga. Hä? Nochmal ganz kurz in Zeitlupe hier. Ja, mega, oder? Ja, der also, war... Digga, also es war der beste Spieler der Welt, glaube ich. Oder der war in einer Sekunde weg, Alter. Der hatte full life was. Digga, das war der krasseste Spieler der Welt. Okay, ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz auf diese Compilation hier, die wir eben anhatten. Schauen nochmal da kurz rein. Ja. Digga, also das war wirklich anders behindert, Digga. Okay, lass mal hier nochmal schauen. Hi. Ah, Tobi, guck mal, das ist wieder deine Freundin. Ja, warte, wie heißt die eigentlich? Ich weiß es nicht, aber wir können ja... Ist ja auch nicht so wichtig, tatsächlich. Also, okay. Geht ja hier um die Hacker. Achso, genau. Boah, mit der Pistole, Digga, er ist der beste Spieler der Welt. Er ist besser als Tfue eigentlich, ne? Tfue? Ja. Aber wieso? Oh mein... No, Digga, immer dieser Standard-Dance. Aber was ich mich gerade frage... Die hat ja zwei so riesen Teddybären im Hintergrund, ne? Tobi, kannst du einfach die kriegt man normal von ihrem Freund geschenkt. Tobi, kannst du das dich heißt, einfach aufs Geld... Das heißt, ihr müsst ja zwei Freunde haben, weil keiner schenkt dir zwei kannst, Teddybären. Halt dein Maul, Mama. Bitte auf. Das ist so belastend. One Headshot. Lol, achso, lol, ist dein Mate gewesen? Hä, was, wie schnell? Hä? Was, lol, Digga? Was? Oh mein... Hä? Was ist das denn, Digga? Fast Revive oder was, Alter? Was? Okay, das ist echt heavy. Digga, das ist ja Trash, Junge. Das ist aber ja mal komplett so broken. Was? Digga, der ja, muss Digga, doch also, im Spiel mal, irgendwie alles so zerhacken. Du musst ja komplett das Game damit, also komplett... Das ist ja zwei Sekunden, das ist ja auch servermäßig und so, weißt du? Dass das trotzdem nicht detected wird, ist lächerlich dann, Alter. Wirklich. Krank. Yo! Ah ja. Yeah. Guck mal, sie hat schon zehnmal gesehen, wie er hackt. Wieso rastet sie immer noch so aber auf? Digga, weil alles, was er macht, ist so krank ja, mit der Pistole. Digga, guck mal, Junge. Weil einfach, Digga, der trifft jeden Schuss, ist doch klar. Ja, okay, nicht jeden. Alter. Bah, Digga, im Fall. Junge. Können wir aber so ausrasten wie die? Junge. Okay, warte. Beim nächsten Kill, ja. Okay. Oh mein Gott! What? Oh mein Alter, Gott, was? Die sind so groß, oh, Digga. Tobi. Guck dir an, wie der hackt. Wir müssen das alles rausschneiden. Lass uns das bitte einfach auf die Hacker konzentrieren. Ey, Junge, das ist doch nicht real. Guck mal. Ja. Mit einer Silence-Pistol. Der steht da komplett offen. Jeder könnte ihm einen Hacker geben, weißt du? Reloadet der? Der reloadet ja nicht mal. Nee. Ist mir gerade aufgefallen. Der oh lädt Gott, ja nicht mal der nach. Der lädt ja nicht mal nach, Digga. Okay, fassen wir kurz zusammen. Er trifft jeden Schuss, pickt seinen Teammate innerhalb von 2 Sekunden auf, hat unendlich Munition. Digga, gib ihm doch einen Heavy-Sniper, damit er sie immer weiter spammen kann. Was kann dieser jo, Typ alles? Stimmt. Was ist das für ein Client, Junge? Kennst du noch Varrock, das Spiel? Alter. Ja, ja. So Digga, war oh Gott, Varrock, oh Digga. Gott, so war Alter. Varrock immer, Junge. Hier mal ganz kurz der Clip von Varrock-Hackern. So war Varrock, Digga. So war Varrock, Alter. Es ist seltener, jemanden zu finden, der nicht hackt. Ja. Es gab so nur Hacker-Lobbys. Ja. Und wenn du einen gefunden hast, der nicht hackt, dann dachtest du dir, yo, Report, okay. Der ist nicht noch Spaß. Das war der Pre-Ding. Oh mein Gott, guck mal, Junge. Digga, das ist doch nicht real, Alter. Es ist so surreal zu sehen irgendwie, weil ich hab bei Fortnite, kann ich mir so komisch vorstellen, dass man guck mal, aber das Ding ist halt, ich fänd's halt wirklich, also bei CSGO war es ja so, wenn du halt einen Hacker in der Lobby hast, dass die Games die aberkannt wurden, weißt du, was ich meine, ne? Verstehst du, was ich meine? Ja. Und wenn man jetzt theoretisch hingeht und so jemanden in der Freundschaftsliste hat und der hackt, bin ich sogar der Meinung, dass sogar die Leute aus seinem Team eigentlich zumindest ein Tempern bekommen sollten, weil sonst könnte sich ja jeder einfach einen Hacker dazu holen. Lässt ihn carryen, weißt du, was ich meine? Ja, der gettet halt die Wins oder die Arena-Punkte. Oder noch schlimmer vielleicht sogar, es gibt ja sogar Accusations, dass ein Dude im World Cup gecheatet hat. Also, ja, das habe ich gesehen, ne? Das ist halt so das Ding. Guck dir das mal an, Digga, das macht das Spiel doch komplett kaputt. Ja. Digga, das ist so... Guck mal, das Ding ist ja auch, wenn du einen so einen Hit kassierst, ja? Dann baust du ja eigentlich, also baust du natürlich, der hat es nicht gebaut, kann sein, dass er keine Mats gehabt hat. Aber manchmal kassiert man ja so einen Hit und baut nicht weiter, weil man denkt, okay, der trifft mich eh nur einmal. Weißt du, was ich meine? Weil Bloom und Aim und alles und sowas, das sind ja alles verschiedene Faktoren und man rechnet einfach nicht damit. Aber stell dir da mal vor, Digga, du spielst World Cup Finals, ja? Kriegst einen so einen Shot mit der SMG auf so 10 Damage, denkst du so, ja, okay, scheiß drauf. Und dann wirst du weggelasert
und bist einfach tot, Junge. Du bist auf 3-4 Sekunden, oder nicht mal 2 Sekunden, Digga, weil jeden Headshot trifft, bist du down, bist du weg. Bist down. Ja. Ja. Du kannst ja nicht mehr reagieren, so. Alles klar, ja, yeah. Yeah. Du kannst nicht mal reagieren, ob du jetzt bauen sollst oder nicht, weil du einfach schon weg bist. Du weißt halt nicht, was du machen sollst. Guck mal, er schießt auf den anderen und schon ist er weg, so. Junge. Yeah. Guck dir halt die Teammates an, guck mal, wie die da so... Aber ich glaube, die Teammates sind gar nicht seine Mates. Ich glaube, er ist einfach... Minecraft-Fan44 ist sein Team. Der ist schon disconnected. Okay, der Xbox-Spieler wahrscheinlich nicht. Aber ja gut, das kannst du alles nicht sagen, Digga. Weiß nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob auf Konsole auch gecheatet werden kann. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist viel, viel schwerer. Viel schwerer. Ich weiß halt nicht, ob man auf Konsole sowas installieren kann, ne? Schreibt's doch in die Kommentare, Leute, ob es geht. Guck mal, jetzt ist auch alles normal. Ja. Er denkt, streamt vielleicht. Und gleich geht's los. Er pressert den Hacker besser als der Hacker ihn. Ja. Yeah. Yo. Ja. Yeah. Aber er klatscht den Hacker fast. Digga. Ja, Digga, guck mal, der hat gesprayt. Ja. Der hat gesprayt, es ging instant auf ihn. Ah, doch mit dem Revolver, Junge. Guck also, mal. Yeah. Ja. Alles ja, okay. Klar, Digga, mit dem Revolver. Ja, moin. Okay. Okay, was haben wir hier? Oh mein Gott, das wird gleich richtig eklig. 26 Aimbot-Zon, Digga. Er streamt das auch noch, Alter. Müsste man Twitch-Account auch direkt mit Merkmann, meiner Meinung nach. Ja, ja, sowieso, Digga. Alles klar, ja, moin, Digga. Guck mal, wie das auch, das Crosshair ist halt gar nicht drauf, weißt du? Ja. Oh, so, Digga. Gut, es kann im Spectator-Mode liegen, aber ich find's auf jeden Fall ultra lächerlich so. Ich weiß nicht, wie man sich so geil fühlen kann als Hacker, weißt du? Junge, das ist einfach das Letzte. So, yo, jeder klatscht mich weg, jetzt gebe ich's denen zurück, so, hä? Junge, Junge, Junge. Also, Leute, ganz ehrlich, tut mir einen Gefallen, fangt nicht an zu hacken, ja? Sondern lieber an zu schlecken. Hast du gut gesagt, Tobi? Das war's bei diesem Video, meine Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall bei Tobi vorbei. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst, wie gesagt, unbedingt einen Daumen nach oben da. Nutzt mein Creator-Code Revinzeit. Wenn ihr gut sein wollt, dann könnt ihr einfach den Code nutzen. Da braucht ihr nicht hacken, Leute. Das funktioniert genauso. Ich würde sagen, bis dann. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.